Diese Liebe war geheim. I fell in love with the private side of him. Stella Morris liebt WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Staatsfeind der USA. 7 Jahre lang verschanzt in einer Botschaft. Eine Familie unter ständiger Überwachung. Wie geht das? Und wer steckt hinter der Überwachung von Julian Assange? Diese Menschen demonstrieren für den WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Warum demonstrieren sie? Es wird versucht, den Menschen fertig zu machen nach allen Künsten der Geheimdienste. Weil Assange jemand ist, der wirklich viele Sachen veröffentlicht hat, die Welt wissen muss. Hier wird versucht, jemanden physisch und psychisch fertig zu machen. Seit vielen Jahren ist Julian Assange auf der Flucht, vor allem vor den USA. Denn 2010 hat er über seine Plattform WikiLeaks Dokumente veröffentlicht über Kriegsverbrechen wie diese hier. 1-8, clear. Come on. Clear. Im Internet ist da ein Militärvideo aufgetaucht, das einen tödlichen US-Angriff auf eine Gruppe von Menschen im Irak zeigt. Von der Organisation WikiLeaks. Online Whistleblower WikiLeaks. WikiLeaks has posted this video. Das Video zeigt weiter, dass ein zur Hilfe eilender Bus beschossen wird. Es folgen viele weitere Enthüllungen. Assange wird zum Staatsfeind der USA. It was pretty clear that it was a pretty huge breach of classified information. I think he should be punished. Assange ist mittlerweile in den USA unter anderem wegen Spionage angeklagt. Ihm drohen bis zu 175 Jahre Haft. Wenn ihr wissen wollt, was Assange enthüllt hat und warum die USA ihn jagen, dann guckt unseren ersten WikiLeaks-Film von Christian an. Den könnt ihr hier anklicken. Oder hier unten in der Videobeschreibung gibt es auch noch mal den Link. Um nicht in die USA ausgeliefert zu werden, flüchtet Assange 2012 in die ecuadorianische Botschaft in London. Und dort sitzt er dann fest. 7 Jahre lang. Was kaum einer wusste, Assange hatte seit 2015 eine Partnerin. Sie haben ihre Beziehung geheim gehalten. Aber meine NDR-Kolleginnen konnten jetzt mit ihr sprechen. That's me and Julian. I knew that if I were known to be his partner, then I would be a kind of a prime target. Stella Morris war eine von Julian Assanges Anwältinnen. Während der Zeit in der ecuadorianischen Botschaft in London kamen sie sich näher und wurden ein Paar. It's been a long time, you know. I met him in 2011 and we've been together since 2015, so we're old friends. And many of his friends are my friends and but obviously over the years it became more and more. Ihre Liebe mussten sie vor ständiger Beobachtung abschirmen. Es soll 5 Kameras außerhalb und 11 Kameras in der Botschaft gegeben haben. We created romantic atmospheres. We got a tent for Julian's room, so there was a tent space. And put fairy lights inside and you know, if you're in a tent, you could be anywhere. You could be on the beach. You can imagine there's a different environment outside. Assange lebte in der Botschaft in 2,5 Zimmern und die Küche wurde von allen Botschaftsmitgliedern benutzt. Das heißt, er hatte kaum Raum für sich selbst. Offenbar überall Kameras und Überwachung. Hallo, Elena. Schön, dich zu sehen. Geht's dir gut? Ja. Machen wir so? Ja. Assange wurde überwacht. In welchem Ausmaß und wer möglicherweise dahinter steckte, dazu hat ein Team von JournalistInnen recherchiert. Mit dabei meine Kollegin Elena Kuch. Wir haben uns vor allem auch die Jahre in der Botschaft angeguckt, in denen er in der ecuadorianischen Botschaft gelebt hat. Und haben herausgefunden, dass er dort über viele Jahre womöglich illegal überwacht worden ist und wirklich fast sein gesamtes Leben ausspioniert worden ist. Warum diese Überwachung? Und wer könnte ein Interesse daran haben, Assange in einer Botschaft auf Schritt und Tritt zu überwachen?
alles, was mit Geheimdiensten zu tun hat, ist ja höchst mysteriös. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das früher selber nicht richtig geglaubt. Und ich dachte, die übertreiben, die sind alle ein bisschen paranoid. Klar, der Geheimdienst, ne? Aber diese Indizien, die es gibt, die sind so spannend und interessant, dass man denkt, okay, so nah kommt man da irgendwie selten ran. Es ist schwer, einem Geheimdienst, wie zum Beispiel der CIA, etwas nachzuweisen. Spuren hinterlassen sie sehr, sehr selten. Aber Elena und das Rechercheteam haben etwas gefunden. Die erste Spur beginnt hier, bei den Kameras an und in der Botschaft. Die Kameras hat die spanische Sicherheitsfirma UC Global installiert. Offiziell sind UC Global und ihr Chef David Morales für den Schutz der Botschaft beauftragt, von Ecuador selbst. Es gibt allerdings interne Dokumente, die das Team aus NDR, WDR und SZ einsehen konnte. Und darin finden sich weitere Spuren, die in die USA führen, wie etwa diese E-Mail. Ich würde die Aufnahmen und Analysen gerne dem amerikanischen Kunden anbieten. David Morales, der Chef von UC Global, reist 2017 offenbar regelmäßig in die USA zum Luxushotel The Venetian in Las Vegas. Von hier aus soll er Anweisungen an seine Mitarbeiter verschickt haben. Der Codename für Assange: der Gast. Ich brauche einmal die Liste der IT-Systeme, Telefone des Gastes, die Nummern der Netzwerke. Schickst du mir die? Ich möchte, dass du vorsichtig bist. Mir wurde gesagt, dass wir möglicherweise kontrolliert werden. Daher muss alles vertraulich und verschlüsselt sein. Okay. Die Kontrolle haben unsere Freunde aus den USA. Es gibt diese ganzen Chats. Wer am Ende den Auftrag gegeben hat, das können wir nicht sagen. Wir wissen nur, es gab diese Überwachung. Die Botschaft wurde mit zunehmenden Reisen von David Morales in die USA mehr und mehr verwanzt. Die Überwachungskameras von UC Global haben zum Beispiel auch Treffen von Assange mit Politikern, Anwälten und prominenten Freunden wie Pamela Anderson aufgezeichnet. Zuerst nur das Bild, doch dann kam eine E-Mail. Die Innenkameras sollten ein eingebautes Mikrofon haben, das mit bloßem Auge nicht sichtbar ist. We kept on asking them, do these cameras record sound, especially when the 2017 cameras were installed? And they told us, no, they're just, you know, better image. Fast alle Räume, in denen sich Assange bewegt, waren offenbar verwanzt. Es wurde wohl Bild und Ton aufgezeichnet. There's no functionality. Yes, exactly. And there has been lots of changes in the past. UC Global dokumentiert umfassend das Leben von Assange. Zum Beispiel Arztbesuche, Besuche seines Psychologen und sogar seinen Schlafrhythmus. Hier ein Originaldossier. Tag 5. Der Gast schläft die ganze Nacht und scheint ruhig. Tag 28. Der Gast wirkt unruhig und nervös. Man kann also sagen, Assange Leben findet unter Totalüberwachung statt. Und dann das. When I found out I was pregnant, I told him in writing, because the only place of privacy really was in writing. . 2017 wird Gabriel geboren. Damit sein Vater ihn zum ersten Mal sehen kann, schmuggeln sie ihn in die Botschaft. You know, looked at him and touched his cheek and didn't want to wake him. And we were really happy. Damit wurde offenbar auch Stella Morris zum Ziel der Sicherheitsfirma. Hier eine E-Mail von einem UC Global-Mitarbeiter an den Chef Morales. Zu Stella, ich könnte sie beschatten und auf der Straße überfallen. UC Global hat offenbar seinen Fokus auch auf Stella Morris gelenkt. Und ihre kleine junge Familie hat alles getan, um möglichst unerkannt sich zu treffen. Dafür hat sie sich einen kleinen Trick ausgedacht. Yeah, that's my friend Stephen Hu with Gabriel. Stephen Hu came in as Julian's Chinese teacher. He said he was a father, but they were suspicious from the beginning. But really it was just so that Gabriel was able to see Julian in the embassy. Stephen would come in
you know, with maybe 10 minutes difference to me. And that's me. Julian has just gone to get Stephen Hu, and then we went into a room that didn't have any cameras so that Julian could spend time with his son. You know, this is that room. That's, and you can see, actually, you can see the Chinese characters behind. That's me grinding coffee and Julian holding Gabriel. That was a mistake. Es ist wirklich einfach unvorstellbar, aber offenbar wurden auch die Kinder zum Überwachungsobjekt. The instruction was to get the DNA from a nappy, or if they couldn't, from the dummy, the baby's dummy. That's what I mean. There is no privacy for us. It's been completely, in all the important respects that privacy exists for, that's been taken away, all the way down to Gabriel's DNA. Stella Morris und Julian Assange haben mittlerweile einen zweiten Sohn bekommen. Vor anderthalb Jahren, kurz vor Assanges Verhaftung, wurde Max geboren. Assange sieht ihn zum ersten Mal im Gefängnis. Going to look for more creatures. Maybe there's one in the... Sweetheart, come here. You know who I'm speaking to? Who am I speaking to? Daddy. Yeah, I'm speaking to Daddy. Do you want to speak to him? Hello. Is there someone there? Is that Max? Wait. Oh. He's trying to get off. Sweetheart, can you count to 20 for Daddy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So that was your fingers and your toes, right? Yes. Okay. 10 minutes. You have to hang up. Okay. Bye. Der Prozess gegen Julian Assange hat auch Auswirkungen auf Stella. Im April diesen Jahres hat das Gericht in London einem Antrag nicht stattgegeben, ihren Namen weiterhin geheim zu halten, also ihren Namen auf Dokumenten zu schwärzen. Das haben die nicht gemacht. Und dann ist sie in die Offensive gegangen und hat sich an die Öffentlichkeit gewandt und gesagt, jetzt spreche ich über mein Leben, weil ja, es ist jetzt eh nicht mehr geheim. Durch die Recherche sind Elena und ihr Team auf eine mögliche Verbindung zwischen der Sicherheitsfirma UC Global und den USA gestoßen. Eine wichtige Rolle spielt dabei offenbar ein Mann. Weil es gibt so eine mysteriöse Gestalt, sag ich mal, in den USA. Ein Mann, der heißt Sheldon Adelson. Ein Milliardär, einer der reichsten Amerikaner und einer der größten Spender der Trump-Kampagne. Adelson gehört die Firma Las Vegas Sands und diese besitzt das berühmte Hotel The Venetian am Las Vegas Strip. Hier steigt David Morales, der Chef von UC Global, regelmäßig ab und verschickt von dort aus seine Anweisungen. Mit Las Vegas Sands hatte David Morales zudem einen Vertrag. Dieser Firma und Adelson werden seit vielen Jahren Verbindungen zur CIA nachgesagt. Es gibt so eine Indizienkette, die den Verdacht nahelegt, dass dieser Sheldon Adelson, dieser Trump-Buddy, sag ich mal, eventuell und seine Firma als Mittelsmann zum Geheimdienst fungiert hat. Ich fasse nochmal zusammen. UC Global überwacht die Botschaft in London. Diese Firma hat aber auch einen Vertrag mit einem US-Konzern, nämlich Las Vegas Sands. Und Las Vegas Sands gehört einem Trump-Freund. Und diesem Trump-Freund werden gute Kontakte zur CIA nachgesagt. Ist also der Trump-Freund der Mittelsmann für die CIA? Ein endgültiger Beweis fehlt. Eine Anfrage der KollegInnen, die Las Vegas Sands mit den Vorwürfen konfrontierte, blieb ohne Antwort. Das Büro des Direktors der amerikanischen Geheimdienste antwortet auf die Anfrage unserer KollegInnen mit einem Satz. Wir haben keine Infos für Sie. Elena bekommt aber ein Interview mit David Morales. Fernando, your lawyer said that you also work for US intelligence. No, that's not true. We are not working for US intelligence. We work for companies who is involved in the security. And also, obviously, everybody knows that in this sector, the security company are formed by S
agents, as personnel, as people from the police, as military. The connection with the U.S. intelligence services, and that is really stupid. Also, these emails are confidential. I belong to my company, and it's our conversation, private conversation that I have. Elena und das Rechercheteam haben diesen einen eindeutigen Beweis nicht gefunden. Aber klar ist, Assange und seine junge Familie wurden in einer Art überwacht, die ich nur von Geheimdiensten aus Filmen kenne. Im April 2019 wird Julian Assange medienwirksam aus der Botschaft abgeführt. Seitdem sitzt er im Hochsicherheitsgefängnis in London. Die Hauptverhandlung um seine Auslieferung begann wegen Corona erst im September vor wenigen Tagen. I feel that Julian is in a very bad situation and his life is at risk. I feel that there's risk to me and there's risk to the children. But at this stage, I think the ultimate risk is that our children won't have their father. Ist Julian Assange ein Journalist, der für seine Arbeit freigesprochen werden sollte, oder ist er ein Spion, der für 175 Jahre im Gefängnis sollte? Schreibt es uns in unsere Kommentare und wenn euch der Film gefallen hat, hinterlasst uns gerne ein Like. Hier seht ihr nochmal den ersten Film über WikiLeaks von Christian und Elena und darunter ist nochmal ein interessanter Film aus unserem Funkuniversum.